Ich will doch nur hier durch. Muss ich aufs Flüstern im Hintergrund vielleicht hören? Verraten mir die unheimlichen Stimmen, was hier zu tun ist? Ach, da ist ein Schalter! Ich bin ein Idiot! Und jetzt wahrscheinlich die Platten nicht drücken. Vermute ich. Mann, den habe ich sowas von übersehen. Kann durchaus sein, dass ihr ihn jetzt vorher seht, weil ich habe gesagt, dass ich wieder etwas heller machen werde. Aber glaubt mir, der war nicht da. Der tauchte jetzt einfach auf. Okay. Was? Nein, lass mich alle in Ruhe. Ich renne jetzt einfach mal geradeaus. Da ist eine Tür. Ist da was? Ah, ouch. Wo muss ich hin? Nee, nicht da rein. Da? Da ist ja auch nichts. Nein! Ich meine, hey! Hallo, Schwerkraft. Ich sehe nichts, so jetzt sehe ich etwas. Ist das eine Tür? War ich hier schon? Ach nein! Geh weg, Fledermaus, du bist hässlich. Autsch! Da war ja gar nichts, kein Schlüssel oder sonst irgendwas. Gut. Und hier ist nur diese bescheuerte Fledermaus. Nein! Verdammt! Da ist, glaube ich, eh nichts. Ach da, Moment. Schlüssel, danke. Und jetzt zurück. Diesen bereits halb verfallenen Gang. Das war meine Schuld, weil ich nicht sanft wie eine Ballerina drüber gleite, sondern wie ein Bulldozer durchrausche. Und tschüss. Okay, wieder mal ein Schlüssel. Das Gefühl, wir sind nicht allein hier. Da waren gerade Augen. Glaube ich. Da. Ja, danke. Und tschüss. Verdammt. Wo war der Ausgang? War das hier? Verdammt, ich habe mich verlaufen, oder? Ja, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich bin, glaube ich, gerade in die falsche Richtung unterwegs. Jetzt ist es die richtige Richtung, glaube ich. Bitte lass es die richtige Richtung sein. Ich glaube, es ist die richtige Richtung, aber die falsche Tür. Oh, hi. Wo war noch mal der Ausgang hier? Ja, ja, ich habe es verstanden. Mann, wie weit geht das Ganze noch? Das sind Betten. Da ist ein Schlüssel, okay. Aber wer will eigentlich meine Seele hier haben? Wer, frage ich. Wer? Ich will ihn zwar nicht kennenlernen, weil ich nicht glaube, dass es eine schöne Begegnung ist. Aber ich hätte zumindest gern seinen Namen gewusst. Was? Das war eine Druckplatte, okay. Das geht jetzt zu. Und jetzt? Ach, das ist ein Schalter.
Meine Güte! Dass ich die immer übersehe. Trotzdem habe ich keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. War ich da schon? Ah, okay. Okay. Hallo. Der Brunnen der Seelen. Wie verheißungsvoll. Oh, hallo. Jedes Lebewesen, welches seine Essenz in den Pool platziert hat, gibt sein Leben an eine andere Existenz, welches das Leben des anderen verlängert. Wenn der Pool durch totes Material gestört wird, wird der, der Kraft aus dem Pool schöpft, keine Nahrung finden oder keine Möglichkeit, sein Leben zu verlängern finden. Okay. Wir dürfen es jetzt mit totem Material corrupten, okay? Sind wir totes Material? Ich glaube nicht. Hopp. Nee. Totes Material. Ist hier irgendwer tot? Ganz zufällig. Moment. Der Typ, der uns immer verfolgt. Ist der hier irgendwo? Jemand hier? Ich habe hier kein totes Material. Das Buch ist ein totes Material, aber das Buch kann ich ja nicht hier reinschmeißen, oder doch? Tot, tot, tot. Wenn ich totes Material wäre, wo wäre ich dann? Wahrscheinlich unter der Erde. Heißt das, ich muss da runter? Ich glaube nicht. Aber andererseits, wenn wir uns umbringen? Okay. Eigentlich auch doof, wie hätte ich da nach oben kommen sollen? Vielleicht, dass ein Nachfolger mich findet und meinen Körper nach oben schleift. Ach, das war eine tote Spinne, okay. Und jetzt? Nutze ich die jetzt hier? Oh! Oh oh, der uns gefangen hat, ist hier. Wir müssen. Oh oh, aus! Aus! Geh weg! Wir müssen noch mehr tote Spinnen suchen, okay? Tote Spinne? Tote Spinne. Da, tote Spinne. Okay. Oh oh. Tote Spinne. Tote Spinne. Da, tote Spinne. Keine Ahnung, wie viele ich brauche, aber ich gehe weiter sammeln. Autsch, autsch, autsch. Tote Spinne. Au, 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 au. Oh, oh. Die Wege werden immer enger. Ah, Mist. Nicht mit mir. Da. Okay. Entkomme. Gern. Lauf. Plötzlich ist es viel heller. Warum auch immer. Okay. Ach,
Wirklich? Ich bin entkommen. Ja! Freiheit! Der Himmel ist wunderschön. Ich gehe mal spazieren. Warum sind die Steine hier durchsichtig? 121 Punkte, okay? Keine Ahnung, ob das gut ist. Ihr könnt das Spiel ja wie gesagt selber runterladen und dann sagt mal Bescheid, wie viele Punkte ihr zusammenbekommen habt. Gratulation, danke, ich freue mich. Aber ich komme ja nicht weg, da ist eine unsichtbare Wand. Ist voll unfair. Was war das da hinten gerade? Okay, Freunde, das war The Deep. Eine lange Reise, die uns tief in die Dunkelheit geführt hat. Und zum Ende hin haben wir diesen verdammten Brunnen zerstört. Wie gesagt, sagt mir unten in den Kommentaren Bescheid, wie es euch gefallen hat. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.